Penital. So, jetzt haben wir aber hier vollends zugegriffen und den ganzen Scheiß nehmen wir auch mit. So, solange wir Platz haben im Inventar. So, jetzt ist aber der Platz hier ziemlich begrenzt. Den packe ich hier auch noch rein. Dann kriege ich fast alles mit. Ja, alles kriege ich gerade nicht mit. So, dann muss ich hier noch gegen Kies tauschen, dass ich das dann auch noch anfangen kann. Und dann gucken wir mal, wie weit uns diese Blöcke hier reichen werden. Also hier kommt auf jeden Fall schon mal die Umrandung hin. Dass wir schon mal sehen, was hier Sache ist. Und ich werde definitiv demnächst in der Höhle gehen müssen. In der wir mal schon waren und versuchen da Kies in rauen Mengen zu bekommen. Hallo Inventory Tweaks, willst du nicht mehr? Setzt mir hier einfach den Stein nicht nach. So, gleich haben wir's. Gleich ist mein Inventar auch wieder leer. So, jetzt legt er auch nach. Das ist schön. Das könnte sogar für die ganze Umrandung schon reichen. Für die komplette Umrandung. Wow. Es ist super. Finde ich schön. Haben wir da im Grunde schon mal was angedacht. So, noch ein paar Meter, dann haben wir die nächste Reihe hoch, wenn da nehme ich alle mit. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, das reicht easy. Alter, hätte ich jetzt nicht wirklich gedacht, dass das so easy reicht. Dann, ja, freuen wir uns einfach. Huch, hier war eine Fackel. Ich habe ein bisschen gestört beim Bauen, ne? Deswegen machen wir die auch nochmal weg. Nicht, dass wir hier eine Lücke drin haben. Das ginge ja mal voll nicht. Mal so eine Lücke zu bauen. So, und natürlich, das wird natürlich auch gut aussehen, wenn wir hier wirklich Wege in die diversen Richtungen bauen werden. Und einfach das machen können. Vielleicht mit Schildern die Wege ausschreiben, dass wir auch immer überall hinfinden, wo wir hinwollen. So, ich bin einmal rum. Jau, läuft. Dann habe ich zumindest schon mal einen Wegebausatz zusammen. Also so ein bisschen was dabei. So. Natürlich, die Wege zu den Tempeln müssen irgendwo episch sein. Nicht so einfach nur Pille-Palle-Wege, wie ich sonst immer gestalte. Das soll schon irgendwie drauf einstimmen, dass man jetzt zum Beispiel zum Feuertempel geht oder zum Wassertempel oder zum Erdtempel. Dass da schon mal so eine Grundstruktur da ist. Dass man da schon mal was sieht von. Und ja, jetzt verkleiden wir hier erstmal den ganzen Boden mit Kies. So viel wie wir halt haben. Und dann werden wir loslaufen und noch versuchen, ein bisschen Kies zu finden. Das wäre natürlich auch super. Erstmal gucken, wie weit uns der hier reicht. Ah, so viel ist das nicht mehr. Nicht mehr so viel. Aber man sieht halt schon, wo der Weg hingehen wird und wie das aussehen wird. Das finde ich schön. Das finde ich schön. Sehr schön sogar. So, weh, du zerfällst hier. So. Ja. Disco-Schaf. Utz, 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 utz. So. Schon will es nicht mehr. Mann, geh aus dem Loch, du blödes Schaf. Geh raus hier. Danke. Es geht doch. Geht mir hier echt dezent auf den Sack, das Schaf. Das finde ich aber nicht so schön. Das finde ich so unkameradschaftlich irgendwo. So. Und ich heb hier erstmal ein bisschen Erde aus. Damit ich mir noch Platz habe für meinen Kies. Er muss ja hier auch irgendwo Platz finden. Aber zumindest den Eingangsbereich haben wir schon verkiest. Ich hoffe halt, die 5 passen. Also, dass wir 5 Abstand haben hinten um die Gebäude rum. Wäre halt blöd, wenn nicht. Vielleicht macht man da auch noch so eine Ausbauung, so eine kleine. Naja, mal sehen. Man wird es sehen. So nach und nach. Und ja, hier die ganze Erde. Wow. Also, na, das könnte schon ein bisschen was
zusammenkommen. Also da werde ich so die ein oder andere Kiste noch füllen, die ich so rumstehen habe. So ganz leer. Und ja, so nach und nach können wir dann schon mal ranlegen. Ich bin irgendwie heute so unkreativ mit den, ja, wie soll ich sagen, mit den Themen. Ich wollte irgendwie noch was ansprechen, aber keine Ahnung. Wie zum Beispiel die Roaming-Gebühren sollen zu 2017 endlich mal wegfallen, aber mit diversen Einschränkungen, weil nicht, dass man irgendwie, ja, wie soll man sagen, eine billige SIM-Karte aus dem Ausland sich holen kann, aber trotzdem umsonst telefonieren und alles kann. Das wäre natürlich nicht so cool. Ist aber auch irgendwo verständlich, dass da dann irgendwo ein Riegel davor muss. Aber ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Man könnte ja auch die Preise auf ein selbiges Niveau anheben. Aber das ist wohl wieder irgendwie nicht möglich. Kennt man ja. Da wäre ja die Konkurrenz auf einmal zu groß. Kann man ja fast sagen. Und deswegen wollen die das sicherlich nicht. Wenn die Konkurrenz zu groß ist, auch wenn es das Geschäft belebt. Dann müssten die deutschen Telekommunikationsanbieter mal wieder preislich extrem in die Trickkiste greifen und hier ziemlich nachgeben. Aber das wollen die natürlich wieder nicht. Und ja, deswegen gibt es da einfach mal so Einschränkungen schon wieder. So, ich bin kieslos. Wow, das ist aber schnell gegangen. So, jetzt muss ich aber erstmal das Zeug nochmal weglegen. Und dann wird man so nach und nach erstmal noch ein bisschen Erde ausheben, damit es noch wegkommt. Damit das noch wegkommt und ja, wir noch ein bisschen Kies irgendwo reindrücken können. Da, wo er einfach mal hingehört. Steinstufen, dann mache ich die Ziegel hier auch rein. Das ist auch ein Produkt von Steinen. Was haben wir denn noch? Durit. Durit haben wir dabei. So, weg damit. Ja, hier ein bisschen verteilen, damit das hier auch immer auf der richtigen Ebene kommt. So. Erde. Die ist voll. Die wird auch bald voll sein, wenn es so weitergeht. So, und dann gehen wir erstmal ins Bett. Dann gehen wir erstmal ins Bett und werden dann erstmal alles ausschaufeln. Und vielleicht gehen wir dann noch eine Runde rum und werden Kies sammeln. Ich weiß es noch nicht. Wir werden denn sehen, wir werden sehen. Das muss schon gut geplant sein. So, aber die Hitze nimmt aber auch nicht ab. Nö, im Gegenteil. Es wird mehr. Und es wird anstrengender. So, hier die Ecke könnte ich schon mal machen. Hier schon mal ausschaufeln. So ein kleines bisschen. Damit wir da irgendwo mal zumindest schon mal eine Ecke haben, wo hier Kies hin kann. Also Terraforming ist hier wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Das ist nicht zu verachten. Es wird auch so schnell nicht aufhören hier die ganze Sache. So. Aber naja, was macht man nicht alles für eine wunderschöne Umgebung? Und die muss hier mal wirklich wunderschön werden. So richtig episch. Also das Volk will hier schon gut leben. Es wurde ja jahrzehntelang oder jahrhundertelang von einem Ort zum anderen vertrieben. Oder ja, es wurde einfach vertrieben und jetzt wollen sie leben. Auf dieses Eiland, hier ist keiner in der Nähe, hat keiner Anspruch und deswegen werden sie ihre Religion hier einfach mal frönen und hier wunderschön aufbauen. So groß es geht, so wunderschön es geht, damit jeder weiß, ja, hier sind wir und hier gehören wir hin. Sonst keiner, sondern wir. Und das soll die komplette Stadt, die komplette Umgebung einfach mal von vornherein demonstrieren, dass es einfach so ist, dass es ihre Gegend ist, dass es einfach, ja. Und deswegen so monumentale
Gebäude mit riesigem Aufwand produziert und gebaut und ja. Leider bin ich halt momentan noch der Einzige, der hier rumbaut und die anderen Jünger dieser Religion werden einfach noch ein bisschen warten, bis sie kommen, damit die hier helfen können. So, und das ist halt jetzt das, was ich hier will. Das ist das. So, eine Spitzhacke, danke. So, dann haben wir hier hinten ein bisschen ausgemistet schon mal. Also, puh. Hier wird schon extrem schwierig, das irgendwie vernünftig anzugehen. Ich will auf jeden Fall schon mal die Front als erstes irgendwie hinbekommen. Also, dass man von vorne drauf blickt, also von hier, von da vorne irgendwo drauf blickt und sieht, ja, hier ist Kies rum und das sieht episch aus und so wie es sich einfach mal gehört. So, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar Schaufeln. Machen wir uns noch 5 Stück, die brauchen wir heute noch auf und dann ist aber auch Sendeschluss für heute. Zumindest für Minecraft. Vielleicht nehme ich heute noch was anderes auf, wenn es ein bisschen abgekühlt hat. Oder auch nicht. Vielleicht streame ich auch. Ach, ich weiß noch nicht, was ich heute mache. Das ist das Schöne am Urlaub, weil man einfach so schön frei ist in der Handelsart, die man hier machen kann. Das ist wunderschön. So was gefällt mir. Das ist mal wieder nach meinem Geschmack. Vor allem die erste Woche Urlaub war jetzt nicht unbedingt urlaubsmäßig. Nicht so chillig. Aber jetzt kommt hier die Massenentspannung und natürlich auch die Streams und. So, also eine ganz große Nummer hier. So, die Erdbewegung, die lassen wir einfach mal stattfinden hier. Also wenn wir da schon mal ein Stückchen weiter sind, dann wird es auch wirklich passen. Also, wenn ich jetzt das irgendwie weg habe. Alter, der Hunger drückt mir echt gerade auf mein Laberorgan. Da ist noch mal nicht so viel beim Rumkommen, was ich hier sagen könnte. Aber wir machen hier Meter. Meter reißen heißt einfach mal Meter reißen. Egal wie, egal wo. Hauptsache, es geht was. Und das jetzt als Streamprojekt, nee. Irgendwas muss ich ja in Minecraft auch noch selber machen und nicht nur immer das, was ich irgendwie nicht streamen will. Nee. Keine Ahnung. Oder hier immer Projekte anfangen im Let's Play und dann im Stream fertig machen, ist auch blöde. Allein deswegen schon, weil das eigentlich ein bisschen unabhängig sein sollte. Und wie gesagt, das hier ist jetzt ja meine Let's Play-Welt. Oder meine Let's Play-Umgebung. Und das andere ist meine Stream-Umgebung. Und das will ich irgendwie nicht zu stark vermischen. Ich wurde ja auch schon gefragt, ob ich eventuell wieder irgendwann mal zurück in die alte Welt komme. Ja, könnte ich eventuell mal machen. Aber wie gesagt, ich wollte halt eine zweite Welt haben. Oder eine zweite Umgebung hier auf meiner Map haben. Wo ich sagen kann, ja, da kann ich streamen. Und was bietet sich nicht an als mein altes Gebiet? Hier im Neuen muss ja nicht unbedingt. Das kann irgendwann mal kommen, dass ich da schon ein bisschen gröber durchmische, dass ich wirklich große Projekte, die ich hier baue, im Stream einfach weitermache. Das kann irgendwann mal passieren, aber das will ich jetzt nicht machen. Also momentan ist halt die Planung erstmal so. Hat mich jetzt irgendjemand mit einem Bogen angeschossen? Wo stehst du, du Sau? Wieso stehst du da hinten und brennst nicht? Das kann nicht sein, mitten in der Sonne. Jetzt ist meine Hose auch kaputt. Du Dreckschwein. Der macht mich nackig. Das finde ich aber nicht schön. Macht mich die Sau nackig. Auch wenn er nackig ist, muss er mich nicht auch nackig machen. So. Ich würde gern wissen, wieso, dass ich meinen Skin heute nicht habe. Hat da Minecraft schon wieder heute einen Fehler oder Mojang? Mein Skin ist weg. Natürlich, ihr könnt mir ja auch, wer da begabt ist, für einen Skin basteln. Hätte ich jetzt nichts gegen. Würde ich auch dann reinnehmen. Muss aber dann gucken, ob ich irgendwie die Zugangsdaten noch irgendwie habe. Dass ich mich einloggen kann, dass ich das machen kann, dass ich den Skin da hochladen kann. Mal gucken, mal gucken. So. Und so nach und nach kriegen wir hier die Lücke auch frei. Das ist schön. Das ist schön.
So, ich werde dann auch erstmal das ganze Gedöns hier schneiden, damit es schon mal irgendwie gerendert ist dann, dass wir morgen einfach die ersten Folgen schon mal durch sind. Soll ja auch mal genehmigt sein. Huch, ich habe mir ziemlich viele Schaufeln gemacht, merke ich gerade.